Ich grüße euch, liebe Freunde. Hier ist wieder Robert Kittelhuhn aus Velten in der Mark. Heute mit dem dritten Teil meiner kleinen historischen Reihe über den Begriff des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Wir hatten letztes Mal geredet über die Prägung dieses Begriffs im 19. Jahrhundert und dann über die Bedeutung des Begriffes der Nation und die Herleitung aus dem Lateinischen und waren zu dem Punkt gekommen, dass sich zunächst mal noch nicht sicher entscheiden lässt, ob in dieser Reichsformel gemeint sei, dass das Reich von deutscher Ethnizität sei, Nation dann im Sinne von Eigenschaft, oder dass es vom deutschen Volke inne gehabt werde. Nation dann im Sinne von Volk. Beides ist sprachlich möglich und um zu entscheiden, was nun tatsächlich ursprünglich gemeint war, müssen wir ein bisschen tiefer in die Geschichte einsteigen. Es bietet sich an, dabei mit dem Mann zu beginnen, von dem wir, zumindest die Älteren unter uns, heute weiß man das nicht so genau, in der Schule noch gelernt haben, dass er einer der großen deutschen Kaiser war. Ich meine Otto den Großen, der im Jahre 962 in Rom vom damaligen Papst Johannes dem 12. Zum Kaiser gekrönt worden ist. Das kleine Bild, was ich hier gerade zeige, ist natürlich der berühmte Magdeburger Reiter. Keine zeitgenössische Darstellung. Das Standbild stammt aus der Zeit um 1240, also spätstaufisch, stellt aber mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich Otto dar, auch wenn es nicht direkt überliefert ist. Es handelt sich also um kein Porträt natürlich, sondern eine idealtypische Darstellung eines Herrschers, wie man ihn sich in der staufischen Zeit vorstellte. Gut. Otto der Große, 962. Zu dieser Zeit hatte das westliche Kaisertum seit 38 Jahren brachgelegen, war die Krone verwaist gewesen. Also ziemlich langes Interregnum sozusagen, nachdem nämlich 924 der letzte, bis dahin letzte Kaiser, Berengar von Friaul verstorben war. Und nun höre ich natürlich schon die Frage, Berengar wer? Werden die meisten nicht kennen, vielleicht noch nie gehört haben. Das ist auch nicht so schlimm, denn so eine bedeutende historische Gestalt war er nicht. Aber das zeigt, dass wir doch noch ein Stückchen weiter zurückschauen müssen, um erstmal zu verstehen, wie wir an diesen historischen Ort 962, Kaiserkrönung in Rom, überhaupt kommen. Was wir noch wissen, was vermutlich jeder in der Schule gelernt hat, ist die Kaiserkrönung Karls des Großen im Jahre 800 am Weihnachtstag, am 25. Dezember. Genau genommen nach damaliger Zählung 801. Denn folgerichtigerweise ließ man mit dem Geburtstage Jesu Christi das neue Jahr bereits beginnen, in der offiziellen Zählung zumindest. Die Hintergründe und zahlreichen Streitfragen, die sich um die Kaiserkrönung Karls ranken, brauchen wir hier nicht zu behandeln. Wir könnten den Karl mal kurz zeigen. Das ist vermutlich eine der ältesten Darstellungen Karls aus dem Kloster St. Johann im Münstertal in Graubünden. Aus Urheberrechtsgründen muss ich hier dazu sagen, das Foto dieses Standbildes stammt von Wladislaw Sojka. Vielen Dank dafür.
Es ist nicht sicher datiert. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Es läuft auch ein Forschungsprojekt. Ich tendiere aber dazu, es noch auf jeden Fall in karolingische Zeit, also nah an Karl, anzusiedeln, wie das ganze Kloster mit den Fresken auch. Gut, dann können wir den Otto dafür mal wieder wegnehmen. Also, als Karl 801 gekrönt wurde, hatte es zuvor, wenn man so will, ein noch viel längeres Interregnum gegeben. Das heißt, das Römische Reich ist ja bekanntlich, das Weströmische Reich bekanntlich untergegangen. 476, der letzte Kaiser war Romulus Augustulus und wurde abgesetzt vom römischen Offizier und mit germanischer Herkunft, wahrscheinlich Thüringer, vielleicht auch Gothe, man weiß das nicht genau, Odoaker. Der Odoaker selber wurde auch wieder dann später beseitigt vom großen Gotenkönig Theoderich. Aber das braucht uns nicht zu interessieren. Das Weströmische Reich, ne, aus der Teilung Diokletians war die West- und die Osthälfte hervorgegangen. Das Oströmische Reich bestand natürlich fort, ne, bis es im 14. Jahrhundert unter dem Ansturm der Türken letztlich unterging. Das Weströmische fand sein Ende schon im 5. Jahrhundert. Und nun an der Wende vom 8. zum 9. Jahrhundert wird es sozusagen wiederbelebt durch diesen Akt des Frankenherrschers Karl und des römischen Papstes Leo. Die Frankenkönige hatten zuvor bereits eine Schutzherrenfunktion, Patricius nennt sich das, für den römischen Bischof inne gehabt. Das wird nur noch mit diesem Kaisertitel, den man wiederbelebt, auf eine neue Ebene gehoben. Die Frage ist aber, wie kommen wir jetzt von Karl zu Otto? Also, bei den Franken müssen wir zunächst einmal wissen, galt seit jeher, nicht erst bei Karls Familie, den Karolingern, sondern schon bei den Merowingern, das Prinzip, dass nicht ein einzelner Herrscher nur, sondern dass im Grunde die Familie die Herrschergewalt innehatte und sich darin teilte mit Teilkönigin, Unterkönigin und so weiter. Die Söhne oder Brüder wurden mit hineingezogen. Das führte natürlich auch immer wieder zu Spaltungen, zu gegenseitigen Kämpfen und so weiter. Karl tat das im Prinzip auch, Karl der Große. Er selber hatte nach dem Tod seines Bruders die Herrschaft inne, alleine, beteiligte aber seine Söhne. Es blieb aber am Ende nur einer übrig, nämlich Ludwig der Fromme. Das ist er hier nicht. Also Karl, der links im Bild ist Karl der Große, hier im Gespräch mit seinem Sohn Pippin, der aber dann vorzeitig starb. Das ist übrigens mit Sicherheit eine zeitgenössische Darstellung. Um 830 etwa in Fulda entstanden. Also der Sohn Ottos, Karls, der die Nachfolge antrat, weil er alleine zur Verfügung stand, war Ludwig der Fromme. Auch dies hier übrigens eine zumindest sehr zeitnahe Darstellung. Der Beiname Ludwig der Fromme ist übrigens auch schon zeitgenössisch, Ludovicus Pius. Ludwig der Fromme wollte schon in den ersten Jahren seiner Regierung nach dem Tode Karls des Großen, seines Vaters, das Reich oder die Erbfolge im Reich künftig auf eine neue Grundlage stellen, dass einer der Söhne eigentlich dann alles in der Hand hatte, ist damit aber gescheitert.
Es kam zu sich lang hinziehenden Kämpfen von Söhnen gegen den Vater, Söhnen untereinander. Einer der vier Söhne, auch Pippin übrigens, starb vorzeitig, aber es blieben drei übrig. Die wollen wir uns auch mal anschauen. Der Älteste war, bitte um Nachsicht, dass ich jetzt ein bisschen hier versteckt bin, Lothar, der die Kaiserwürde bekam. Der zweite Sohn war Ludwig der Deutsche. Das ist übrigens kein zeitgenössischer Beiname. Das entstammt dem 19. Jahrhundert erst. Und der dritte war ein nachgeborener jüngerer Sohn aus der zweiten Ehe Ludwigs des Frommens, Karl der Kahle. Ohne jetzt die Ereignisse, die sehr verwickelt sind, im Einzelnen zu verfolgen, können wir sagen, es hat sich am Ende herauskristallisiert, nach den langen Kämpfen, dass das Reich in drei Teile geteilt wurde. Das Mittelreich des Kaisers Lothar, des ältesten Sohnes, das von der Nordsee, also heutige Niederlande, den Rhein entlang über die Alpen bis nach Italien reichte. Das Ostfränkische Reich, also alles, was östlich des Rheines lag, war fiel dem eben im 19. Jahrhundert sogenannten Ludwig dem Deutschen zu. Und der westliche Teil, das Westfrankenreich, aus dem dann mehr oder weniger später Frankreich hervorging, fiel Karl dem Kahlen zu. Das war 843, Vertrag von Verdun, als diese drei sich endlich auf diese Verteilung einigten. Und es war dann damit aber noch nicht genug, sondern unter den Söhnen, wenn wir jetzt mal nur aufs Ostfränkische Reich schauen, unter den Söhnen Ludwigs des Deutschen ging es ähnlich weiter. Auch innerhalb seines Teilreiches, des Östlichen, beteiligte Ludwig seine Söhne an der Herrschaft, indem sie sozusagen zur Regentschaft Teilreiche zugewiesen bekamen. Und es setzte sich damit diese Aufteilungstendenz fort. Wir müssen wissen, wenn wir von diesem fränkischen Prinzip der Familienherrschaft, Samtherrschaft kann man vielleicht sagen, ausgehen, war damit durchaus verbunden, dass die Idee der Einheit des Gesamtreiches sehr erhalten blieb. Aber die Theorie ist die eine Sache und die Praxis eine andere. Das heißt, die einzelnen Teile verselbstständigten sich mehr und mehr. Also, dieses Phänomen haben wir dann natürlich auch innerhalb des Ostfränkischen Reiches wiederum, wobei also die Söhne Ludwigs des Deutschen waren dann Karlmann, Ludwig der Jüngere oder der Dritte und Karl der Dritte oder Karl der Dicke. Dieser Karl der Dicke konnte sogar noch einmal das gesamte Frankenreich, sogar einschließlich des Westreiches, unter seiner Herrschaft vereinigen, aber eigentlich nicht durch aktives Handeln, sondern nur, weil seine Brüder und sogar die westfränkischen Vettern wegstarben und er tatsächlich als einziger übrig blieb, war aber ein schwacher Herrscher, vor allem ein kranker, der gegen Ende seines Lebens, da sind wir dann Ende der 880er Jahre angelangt, eigentlich kaum noch regierungsfähig war. Die Folge war, dass der ostfränkische Adel sich von ihm abwandte und schließlich ein Neffe, Arnulf von Kärnten, Sohn seines verstorbenen älteren Bruders Karlmann,
sich gegen ihn auflehnte und ihn absetzte. Ein Jahr später starb er dann auch tatsächlich. Aber dieser Arnulf konnte zwar für sich die Kaiserwürde auch nochmal in Anspruch nehmen, aber er konnte das sich nicht im Westfränkischen Reich durchsetzen. Also er beschränkte sich auf den östlichen Teil. Westfranken ging nach der kurzen Zwischenzeit sofort wieder eigene Wege. Und es stellte sich jetzt ein Phänomen ein in allen Reichsteilen, dass überall der örtliche, der regionale Adel seine Ansprüche geltend machte. Die Karolinger starben teilweise auch aus, also im Ostfränkischen Reich kam dann nochmal Ludwig das Kind mit knapp 7 Jahren schon König, mit 18 Jahren gestorben, ohne Erben, aber auch im Westfränkischen Reich und in Italien, im ehemaligen Langobardenreich, entwickelte sich die Sache ganz ähnlich. Und um erstmal bei Italien zu bleiben, damit wir die Frage nach unserem vorhin genannten Berengar beantworten können, endlich. In Italien waren das auch örtliche Adelsfamilien, ursprünglich mal fränkischer Herkunft, die zur Zeit Karls des Großen oder Ludwigs des Frommen nach Italien ins Langobardenreich gekommen waren, dort mittlerweile sozusagen naturalisiert, die nun die Dinge nach dem von nördlich der Alpen sozusagen keine großartigen Ansprüche mehr kamen, die Dinge dort selbst in die Hand nahmen. Einer dieser regionalen Adligen war eben jener Berengar von Friaul, der die italienische Königskrone, also die alte Langobardenkrone, beanspruchte. Auch die Kaiserkrönung durch den Papst erlangen konnte, aber mit einem völlig anderen Hintergrund jetzt, als das zu Karls Zeit gewesen war. Denn für diesen Beringer war das eher ein Instrument, mit dem er versuchte, seine eigene labile Machtbasis in Italien zu kräftigen, als dass es Ausdruck gewesen wäre einer eigenständigen Machtpositionen, die dadurch nun sozusagen bestätigt würde. So, also im Ostfränkischen Reich spielt sich nun was ganz Ähnliches ab. Nachdem der eben erwähnte Ludwig das Kind, verstorben ist, wählen die oder erheben die ostfränkischen Großen, die Adelsfamilien, einen der ihren zum neuen König. Aus der damals mächtigsten ostfränkischen Adelsfamilie, das waren die Konradiner, die sich gerade ein bisschen durchgesetzt hatten gegenüber den Babenbergern, die später noch eine Rolle spielten. Und das Oberhaupt dieser Familie, der Konradiner, hieß auch Konrad, und man erhob also diesen Konrad nun zum König. Ohne etwa, in Ostfranken hatte man keinen Karolinger mehr, jetzt waren sie ausgestorben. Man klopfte also nicht sozusagen im Westfrankenreich an die Tür: Habt ihr noch einen Karolinger übrig? Nein, man nahm die Dinge jetzt selbst in die Hand. Tatsächlich spielte sich im Westfrankenreich im Prinzip dasselbe ab, obwohl die Karolinger dort noch nicht ganz ausgestorben waren. Aber es war im Grunde dasselbe Phänomen. Das heißt, das führt natürlich auch diese Idee der Samtherrschaft einer Familie dann ans Ende. Denn wenn die Familie nicht mehr regiert, dann ist auch das Bindeglied zwischen den Teilreichen sozusagen weg. Das heißt, die Entfremdung der Teilreiche und die Verselbstständigung beschleunigt sich. So, diese Wahl dieses Konrads zum ostfränkischen König war im Jahre 911, da sind wir mittlerweile angelangt.
Und das klärt dann auch zu dieser Zeit, so bald danach war dann der Berengar nochmal Kaiser in Italien. Davon hat man aber nördlich der Alpen im Endeffekt wenig mitbekommen. Das heißt, wir haben jetzt wirklich eine Situation, wo die einzelnen Teile des ehemaligen Reichs Karls des Großen sehr eigene Wege gehen und das Kaisertum, soweit es denn überhaupt noch besteht, des Sinnes, den Karl ihm gegeben hatte, entleert ist. So, und an dieser Stelle können wir jetzt sagen, zurück zu Otto dem Großen, ne? Als ostfränkischem König, der nun zum Kaiser gekrönt wurde. Aber liebe Freunde, ich höre an der Stelle natürlich sofort den nächsten Einwand. Was denn? Otto, der war doch Sachse. Was redest du von Ostfränkisch? Und außerdem hat doch sein Vater, den hast du uns ganz verschwiegen, Heinrich, schon das Deutsche Reich gegründet. So haben wir das in der Schule gelernt, nicht? Ich weiß nicht, ob ihr das noch gelernt habt. Also, dass Heinrich das Deutsche Reich sozusagen begründet hat, als Heinrich der erste Sachsenkönig. Das habe ich auch noch so gelernt in der Schule natürlich. Die etwas älteren Generationen, also von meinem Vater kenne ich das noch, habe ich von ihm als Kind schon gehört, haben das ganz berühmte Gedicht dazu gelernt. Weiß nicht, wer von euch das noch kennt. Von Johann Nepomuk Vogel von 1835. Herr Heinrich saß am Vogelherd, recht froh und wohlgemut, aus tausend Perlen blinkt und blitzt der Morgenröte Glut. Und so weiter, müssen wir jetzt nicht zu Ende lesen. Dahinter steht eine alte Legende, die Legende, verbunden mit dem Beinamen Heinrich als Heinrich der Vogler. Die Legende besagt, dass eben dieser Heinrich, Sachsenherzog, gerade mit dem Vogelfang beschäftigt gewesen sei, als die Boten kamen, die ihm die Nachricht überbrachten, dass er zum König erhoben worden sei oder werden solle. Diese Legende selber stammt zum ersten Mal erwähnt in den Annales Palidensis, den Pöhl der Annalen. Das ist gegen Ende des 12. Jahrhunderts erst. Also da sind wir beträchtliche Zeit später. Da kommt dann auch zum ersten Mal der Beiname Vogler vor, also auf Lateinisch Auceps, Vogelfänger. Frühere Quellen kennen das nicht. Das muss zwar nicht besagen, dass die Legende völlig aus der Luft gegriffen sei, denn es sind nicht alle Quellen überliefert. Da kann es auch durchaus einen bis dahin verborgenen und heute verlorenen Parallelstrang gegeben haben, theoretisch. Aber die sehr offiziösen Quellen, zumindest über die Zeit, über das 10. Jahrhundert, wissen davon gar nichts. Insofern liegt nahe zu vermuten, dass es sich überhaupt um eine später entstandene Legende ohne Wurzel, historische Wurzeln handelt. Aber das stehe dahin. Interessant ist für uns die Rolle, die diese Legende hier im 19. Jahrhundert spielt. Und wir haben, wenn wir das nochmal dazu zeigen, dann zum Beispiel von 1888 ist das hier eine Seite aus einem Büchlein von Max Barrack. Deutsche Kaiser heißt das. Und jeder Kaiser bekommt so ein Fantasiebildchen des Künstlers und dazu ein kleines Merkgedicht, das den Kindern helfen soll, sich was einzuprägen über die entsprechende Persönlichkeit. Und natürlich beginnt die Geschichte von Heinrich dem Ersten genau mit diesem Vers. Herr Heinrich saß am Vogelherd. Und dann geht es mit den eigenen Versen des Autors weiter, als man ihm bracht des Reiches Schwert. Also diese alte Legende aus dem 12. Jahrhundert ist seitdem immer wieder überliefert worden, also nicht völlig neu, aber sie hält seit dem
19. Jahrhundert her als ein echter klassischer Geschichtsmythos. Dieses Büchlein von 1888 spannt den Bogen unter der Überschrift, wie gesagt, Deutsche Kaiser von Karl dem Großen über Heinrich den Ersten und alle weiteren bis zu Wilhelm dem Zweiten. Also tatsächlich dient auch hier dieser Geschichtsmythos von Heinrich dem Ersten dazu, das Selbstverständnis des 19. Jahrhunderts zurück zu projizieren in diese frühe Zeit Heinrichs und zum Teil sogar noch davor. Und Generationen von Schülern von Mitte des 19. bis über die Mitte des 20. Jahrhunderts hinaus sind davon tatsächlich geprägt worden. Wenn ich heute noch meinen Vater auf Heinrich den Ersten anspreche, dann kommt sofort Heinrich der Vogler und diese Verse, Herr Heinrich saß am Vogelherd. Das hat also eine ganz sehr stark prägende Wirkung gehabt. Aber wir müssen verstehen, es ist tatsächlich ein Geschichtsmythos des 19. Jahrhunderts. Das will nun natürlich noch näher begründet sein. Das heißt, wir müssen schauen, was die zeitgenössischen Quellen der Zeit Heinrichs oder die ersten, die wir haben, uns darüber tatsächlich berichten. Ich habe aber gerade eben mit einem kleinen Seitenblick auf die Uhr feststellen müssen, dass ich an dieser Stelle diese Folge beenden muss. Deswegen auch der kleine Schnitt eben kurz zuvor. Sonst wird diese Folge doch etwas zu lange. Es ist aber ein guter Punkt, aufzuhören mit der Fragestellung, wie verhält sich dieser Mythos vom deutschen Reichsgründer Heinrich zu der Geschichte, die uns die Quellen berichten? Und wir werden dazu uns die wichtigste Quelle über diese Zeit näher anschauen müssen. Das ist die Sachsengeschichte von Widukind von Corvey. Aber das verschiebe ich jetzt auf die nächste Folge und hoffe, dass ich dann damit in der nächsten Folge zurande komme. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, interessiert und Spaß gemacht und ihr nehmt ein bisschen was davon mit. Über Rückmeldungen und Empfehlungen freue ich mich jederzeit sehr. Bis zum nächsten Mal verbleibe ich, euer Robert Tietelhohn. Macht's gut und tschüss.